Was kann eine Tour maßgeblich beeinflussen? Was hat die Macht, uns das Leben zur Hölle zu machen? Was ist der Knackpunkt bei jedem Menschen in den Bergen? Und worüber haben wir uns alle schon 1000 Stunden Gedanken gemacht? Socken! Socken? Socken! Na dann, Bergsteigen-Grundlagenkurs für Socken. Ja, die Socken sind es, die einem das Leben zur Hölle machen können. Wenn man gerade auf einer coolen Bergtour ist, das Wetter passt und die Laune gut ist. Denn zu dicke Socken, zu dünne Socken oder schlichtweg die falschen Socken können einfach zu einer echten Mini-Katastrophe führen. Viele Leute sind in Socken unterwegs mit so lala Komfort und wissen gar nicht, dass es vielleicht auch andere Socken gibt, die den Komfort enorm aufwerten können. Deshalb schauen wir uns heute das Thema Socken mal genauer an. Und starten wir, wie so oft, mit den Materialien. Wie man sich das denken kann, gibt es den ewigen Spitzenreiter Polyamid, also Kunstfaser, Plastiksocken, die vom reinen Material her genau die gleichen guten und schlechten Eigenschaften haben wie auch Funktionsshirts. Mit einem großen Unterschied jedoch, da T-Shirts ja nicht unbedingt für verschiedene Temperaturen gebaut werden. Die Funktionssocken können nämlich verschieden dick produziert werden und damit kann man wärmere und besser belüftete Socken produzieren. Das Problem ist, dass sich die Dichte des Materials nicht auf ein wirkliches Minimum reduzieren lässt. Es lassen sich zum Beispiel im Gegensatz zu den Funktionsshirts, wo viele Löcher integriert werden können, nicht unbedingt so viele Belüftungsmöglichkeiten einbauen. Weil eben mit zu vielen Löchern wird ja schnell das Material aufgehen oder wetzen. So, die Schlussfolgerung ist also, dass die dünnsten Plastiksocken immer noch zu dick sein können, wenn man sehr viel schwitzt. Und gerade der Schweiß macht ja eigentlich mit den Socken die meisten Probleme. Sind die Füße zu warm, schwitzen sie. Die Reibung erhöht sich und dann hat man das Problem mit dem Blasen. Jetzt gibt es aber Gott sei Dank seit einigen Jahren auch Merino als Alternative. Hier wieder, wie bei den T-Shirts, wird Merino sehr dünn gefertigt und hält auch in dünner Ausführung warm. Wichtig zu wissen ist, dass je dünner Socken sind, desto weniger anfällig sind sie für Blasen und Reibung. Außerdem noch ein wichtiger Tipp, Socken sollten immer möglichst eng gekauft werden. Wer also Schuhgröße 42 hat, sollte also nicht Socken der Größe 42 bis 45 kaufen, sondern 39 bis 42. Grundsätzlich dürfen die Socken in ihrem höheren Größenwert immer auch gern eine Nummer kleiner als die eigene Sockengröße sein, da so möglichst wenig Falten entstehen können. Gerade bei langen Socken ist das überhaupt kein Problem und die vorgefertigte Ferse passt in der Regel trotzdem noch sehr gut. Doch zurück zu Merino. Hier transportiert das Material die Feuchtigkeit extrem gut von innen nach außen. Kleiner Einwand jedoch, hat man einen wasserdichten Schuh an, bringt einem das genau gar nichts. Deshalb sollte gerade in festen und warmen Schuhen der Socken so dünn wie möglich gewählt werden, um es den Füßen im Sommer noch nicht unnötig kuschelig warm zu machen. Gerade im Sommer, auch bei Hochtouren, sind Erfrierungen und kalte Füße sehr, sehr selten. Hier kann man ohnehin deutlich besser über die Schuhe steuern. Denn Socken können die Temperatur der Füße höchstens um 1 bis maximal 2 Grad beeinflussen. Das heißt, wenn du das nächste Mal mit deinem Scarpa Rebel S auf einem 4000er stehst und deine Füße kalt sind, beschwer dich lieber nicht über deine Socken. Merino und Kunstfaser schenken sich aber im Prinzip bei den Socken nicht viel. Kunstfaser ist ähnlich atmungsaktiv, muss nur etwas anders verarbeitet werden, was ultradünne Konstruktionen nicht so leicht möglich macht. Leider stinkt Kunstfaser sehr schnell, sehr stark, ist dafür aber auch deutlich günstiger. Spannend sind bei Socken noch die Kleinigkeiten des Lebens. Dazu zählt zum Beispiel die Polsterung. Viele Berg- und Wandersocken bieten auch Polsterungen zum Beispiel am Knöchel oder an der Seite des Fußes, hinten an der Ferse oder wo auch immer. Grundsätzlich würde ich von sowas abraten, denn die Idee dahinter ist zwar gut gemeint, aber nicht praktikabel. Die Polsterung soll die Druckstellen eines Schuhs etwas angenehmer gestalten und auch Spielräume im Schuh besser füllen und damit eben die Reibung verhindern. Diese Ideen sind aber meist nicht so gut funktionierend, wie man glaubt. Einfacher wäre es, man kauft sich hier einfach den passenden Schuh, anstatt dann nach dem Schuhkauf anzufangen, mit den Socken die Probleme zu beseitigen, die man sich selbst irgendwie auch eingebrockt hat. Socken sind in erster Linie Ventilation und Schutz. Man versucht zwar immer wieder Ansätze zu finden, wie man Socken noch besser vermarkten kann, aber in der Regel funktionieren diese Ideen eher schlecht als recht. Das Ganze gilt mehr oder weniger auch für die immer beliebter werdenden Kompressionsstrümpfe. Das wäre nämlich auch eine Option für den Berg.
Kompressionsstrümpfe funktionieren eigentlich sehr einfach. Sie sind besonders eng und verlaufen weiter nach oben als klassische Berg- oder Wandersocken. Dieser enge Aufbau erhöht den Druck auf die Waden und das wiederum kann diverse medizinische Vorteile mit sich bringen. Doch auch hier wird nicht so heiß gegessen, wie man kocht. Dass die Kompressionssocken die Ausdauer steigern würden, wurde vor einigen Jahren ausgerechnet vom Sportartikelhersteller Nike widerlegt. Was wiederum aus Großbritannien als bestätigt angesehen werden kann, ist die Auswirkung auf die muskuläre Verletzung. Tatsächlich, nach jeder sportlichen Betätigung entstehen kleine Schäden im Muskelgewebe, die über die Zeit wieder repariert werden. Der Muskelkater ist dann eben das Ergebnis. Dieser Prozess kann über Kompressionssocken wahrlich insofern beschleunigt werden, als dass erstens die Verletzungen in den Muskelfasern etwas kleiner ausfallen als ohne Kompressionsstrümpfe und zweitens der Abtransport des Wundsekrets bei der Regeneration durch den Druck schneller abtransportiert werden kann. Diese beiden Faktoren führen dazu, dass man schneller den Muskelkater wieder los ist. Aber wir sprechen hier von Verbesserungen im einstelligen Prozentbereich und Voraussetzung ist auch, dass die Strümpfe nach dem Sport für mindestens 12 Stunden getragen werden. Nicht immer ist das tatsächlich praktikabel. Und am Ende des Tages wohl eine Info für alle Spitzenathleten da draußen. Kommen wir noch zu einer weiteren interessanten Sockenart, den doppellagigen Socken. Die sind nämlich darauf ausgelegt, möglichst effektiv gegen Blasenbildung zu wirken. Dabei ist die innere Lage sehr dünn und eng anliegend und an den Enden mit dem äußeren dicken Wandersocken vernäht. Der äußere Socken kann er nun also im Schuh reiben und Spiel haben, so viel er will. Wenn der innere Socken eng an der Haut anliegt, entsteht mit der Haut selbst keine Reibung und somit entstehen auch keine Blasen. Kommen wir also nochmal zu einer kurzen Zusammenfassung zu dem Thema Bergsocken. Materialien gibt es im Prinzip zwei empfohlene, Merino und Kunstfaser. Andere Materialien sind eher nicht so ideal. Wichtig ist, dass die Socken nicht dicker als notwendig gekauft werden. So dick wie nötig, so dünn wie möglich. Polsterungen und Co. sind Schnickschnack, der nicht unbedingt notwendig ist. Keep it simple. Bei der Größe lieber immer die kleinere Größe nehmen, damit Falten und damit Blasen auch keine Chance haben. Etwas engere Socken sind kein Drama. Wer sich nicht im Spitzensport bewegt, muss sich auch nicht unbedingt mit Kompressionsstrümpfen beschäftigen. Außerdem ist es bei diesen enorm wichtig, dass die Abmessungen sowohl beim Fuß als auch bei der Wade einwandfrei passen, da es sonst entweder gar keinen Effekt oder einen sehr unangenehmen geben kann. Für durchschnittliches Bergsteigen sind Kompressionssocken aber definitiv nicht notwendig. Wer als größtes Hobby hat, Blasen an den Füßen zu sammeln, kann es definitiv mal mit doppellagigen Systemen, beispielsweise von Ride Socks, probieren. Manchen geht es mit diesem Ansatz schnell mal deutlich besser, bei anderen funktioniert es nicht so perfekt. Nun bleibt noch eine große Frage offen. Welche Socken tragt ihr am Berg? Und gibt es noch irgendjemanden da draußen, der reine Wollsocken am Berg trägt, also diese alten Strümpfe? Falls ja, ich hätte gerne ein Interview. Falls ihr etwas mit dem sockigen Ratgeber anfangen konntet, gebt dem Video gerne einen Daumen hoch und abonniert einen Kanal. Das hilft mir immer sehr weiter. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil!